Eine der außergewöhnlichen Herausforderungen liegt in der besonderen Bauweise des SB-2 Pelikan. Er verfügte über einen ausfahrbaren Vorflügel. Markus Frey will herausfinden, wie sich die Flugeigenschaften auf sein Modell auswirken. Ich bin hier mit meinem Probestück vom Pelikan, wo wir jetzt hier beim Windkanal Tests durchführen wollen. Dass man jetzt eigentlich schon mal, bevor das Modell das erste Mal in die Luft geht, einfach schon mal die Grenzen austesten kann. Sei es Maximum, Minimum, vor allem im unteren Bereich der Geschwindigkeit. Dass man dort schon mal in etwa einen Anhaltspunkt hat, wie langsam kann das Flugzeug überhaupt fliegen. Wo sind die kritischen Stellen? Und ich eigentlich jetzt hier im Windkanal, ohne das Modell zu riskieren, schon mal die optimalen Klappbestellungen herausfinden kann. Wir testen vor allem die Kräfte, die auf das Modell wirken. Wir versuchen eigentlich eine klassische Messmethode, wie sie auch in Windkanälen gebraucht wird, zu verbinden mit neueren Techniken wie Motion Capture und dann zurückzugehen, wie früher mit einer Rauchlanze gemessen wurde, ziemlich effizient, schnell am entsprechenden Punkt messen. Und zudem visualisieren wir die Strömung mit einem Messsystem, das wir hier an der ETH entwickelt haben, das es uns erlaubt, eigentlich an jeder Position im Raum die Geschwindigkeit zu bestimmen und zu verstehen, was die Strömung um das Modell macht. Weil da ist am meisten Potenzial, um das Modell weiter zu verbessern. Während Markus Frey das Probestück im Windkanal testet, schreibt Kuno Groß an seinem Buch weiter. Die Geschichte dieses in der Schweiz entwickelten Flugzeuges war dabei ebenso eigenartig wie dessen Bauweise. Ende 30er Jahre hat das Eidgenössische Luftamt die Idee gehabt, dass man ein Flugzeug brauchte, mit dem man könnte Zubringerdienst von den engen, steilen Bergtälern ins Flachland wahrnehmen. Sie haben die ETH beauftragt, so etwas zu entwickeln. Und da drin hat man einen Haufen technische Neuerungen, mindestens für die Schweiz technische Neuerungen gebracht. Baugradfahrwerk, Schalenbauweise, ein Hochauftriebsflügel. Man hat auch noch jemanden gebraucht, der das Flugzeug baut. Pilatus ist im Dezember 1939 gegründet worden, eine sehr junge Firma, kleine Firma. Aber sie haben einen begnadeten Konstrukteur gehabt, den Henry Viertz, und der hat sich auf Pilatus-Seite dem Projekt angenommen. Und bis das Flugzeug dann wirklich zum Fliegen kam, ist am 30. Mai 1944, ist eben noch mal lange Zeit durchgegangen, weil man einfach immer wieder aufgehalten wurde, Materialknappheit, die Leute nicht zur Verfügung. Aber wo es geflogen ist, hat es tatsächlich genau das gemacht, was man hätte wollen. Also man hat wirklich können steil anfliegen, kurze Landestrecke, sehr kurze Startstrecke und gutes Steigvermögen. Also das Flugzeug hat die berechneten Eigenschaften gehabt, bis auf ein paar wenige Sachen, die man korrigiert hat. Alles super, bis auf eins, man hatte keinen Kunden. Man hatte niemanden, der das Flugzeug wählte. Das Militär war nicht interessiert. Die Landestopographie hat gefunden, dass sie nichts für sie. Schlussendlich hat Alpar in Bern, eine Schweizer Fluggesellschaft, es übernommen. Hat es aber dann vorwiegend für Taxiflüge und Rundflüge an Flugtage eingesetzt. Eigentlich hat man im 48 erst gesehen, wie vielseitig das Flugzeug ist. Aber dann, auch im 48. am 13. Juni, an einem Flugtag in Kirchberg, ist es zum Tragischen ausgekommen. Der Pilot ist mit dem Wind gelandet, viel zu schnell, in die Bremse und dann über einen Feldweg eingerollt, sodass das Bugfahrwerk abgerissen ist. Das Flugzeug hat sich überschlagen, ist auf dem Rücken liegen geblieben, schwer beschädigt. Und die Reparatur wäre sehr teuer gekommen. Nach einigem Hin und Her hat man dann im 1949 beschlossen, das Projekt abzubrechen. Und leider ist der Pelikan dann verschrottet worden. Und zwar so, dass nicht ein Stück von dem Flugzeug mehr übrig ist. Wie wird das Ende für Markus Freys Projekt aussehen? Für ihn wird es allmählich ernst. Hat sich der Aufwand mit dem Test im Windkanal gelohnt? Und auf welche Schlüsse kommt Kuno Groß nach seinen Recherchen?